Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS22 auf der nordfriesischen Marsch Vierfach. Einen wunderschönen guten Morgen, hallo. Es hat auch gar nicht lange gedauert, bis diese Frequenz so war, wie ich sie für richtig gehalten habe. Hey, tipptopp. Guten Morgen zusammen, meine Damen und Herren. Wir können jetzt endlich anfangen. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir da sind, wo wir sind. Hört ihr mich, Chat? Könnt ihr mich erkennen? Seht ihr das hier? Ist hier. Könnt ihr das erkennen? Hoffentlich, ne? Ich höre und sehe dich. Gut. Meine Damen und Herren, wir haben mit ein bisschen Problemen gestartet. Sagen wir so, der Stream läuft jetzt seit 37 Minuten. Wir waren noch überhaupt nicht produktiv heute. Überhaupt nicht produktiv. Aber es gibt Neuigkeiten, meine Damen und Herren. Und zwar... Der Snake haut 20 Subs raus. Das war die Breaking News des Tages, meine Damen und Herren. Wir gehen in die Werbung. Nee, Quatsch. Snake, vielen, vielen herzlichen Dank für deine 20 Gifted Subs. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, ihr wisst, es ist ein Livestream-Projekt, deswegen werden Alerts nicht ausgeschalten. Das ist ganz, ich hätte fast gesagt willkommen, aber das klingt auch wieder falsch. Herzlichen Dank euch. Vielen, vielen... Jetzt müsst ihr es aber nicht extra machen, ne? Ich muss mit den Leuten jetzt reden, weißt du? Ich muss den Leuten jetzt sagen, was Sache ist. Die wissen ja nicht Bescheid, weißt du? Der Hund ist mir bisher gefolgt, ne? Der Hund ist einfach... Das machen die extra jetzt, ne? Damit ich ja nicht hier zum Reden komme. Der Hund ist mir gefolgt. Wir sind jetzt hier auf Feld 74, meine Damen und Herren. Da ist der Hof und auch die Hundehütte, ne? Weiß ich nicht, wie der hierher kam. Weiß ich nicht. Gut. Bist ein guter Hund, ne? Der Hund hat einen Namen. Der Hund heißt Schweizer. Ja, der Hund heißt Schweizer. So, Fendt, Dankeschön nochmal für 15 Gifted Subs, glaube ich, sind das. 10 und 5. Herzlichen Dank dir. Vielen, vielen Dank, liebe Leute. Bedankt euch ganz herzlich bei den edlen Subgiftern. Und wehe, ich sehe jemanden im Chat, der sich nicht bedankt hat, ne? Euer Name ist notiert. Gibt es keine Weihnachtsgrüße dieses Jahr. Ich sag's ja, wie es ist. Herzlichen Dank. So, wo war ich jetzt? Genau, wir haben aktualisiert, meine Damen und Herren, auf die neueste Version der Map. Es gab ein Map-Update vom lieben FedAction, dass die Göwal eingebaut wurde und die Göwal jetzt ready, funktioniert. Es läuft, okay? Ich habe jetzt ungefähr nach 27 Wochen auch mal meinen CP aktualisiert. Kann ich auch nur empfehlen. Läuft. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Das Oster-Intro läuft auch. Damit sind wir auch fein. Jan hat geradet. Jan, einen wunderschönen guten Abend. Grüß dich, mein Bester. Herzlichen Dank. Wir haben heute absolut technische Probleme. Ich habe gedacht, gestern war schlimm. Aber heute ist auch schlimm. Dankeschön, Jan. Vielen, vielen herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, gerne einen Shoutout an den lieben, oder liebe Moderatoren, gerne einen Shoutout an den lieben Jan. Auch beim lieben Jan gerne mal ein Follow da lassen. Das lohnt immer, du. Das lohnt immer, du. So, warte mal. Fließt mal hier vorbei. Der steht hier nur rum, weil, ja. So. Das funktioniert. Wie gesagt, herzlichen Dank nochmal für euren Support, meine Damen und Herren. Dankeschön. Eine Sache, die ich euch natürlich jetzt noch auf den Weg mitgeben muss. Ich werde, hasst mich oder hasst mich nicht, wie ihr wollt, auf alle Fälle, ist meine Musik aus? So. Ich werde den Kuhstall abreißen. Ne? Wir müssen den Kuhstall abreißen. Also wir müssen nicht. Aber ich sage euch, was ich geplant habe. Ich habe mich ja damals für den Kuhstall entschieden, weil da einfach 1000 Stück Tiere reingehen. Das ist auf alle Fälle ein Argument. Ich habe damals, was? Was? Warum? Ich habe damals gesagt, ich möchte den Kuhstall haben ohne Futterroboter, weil ich gedacht habe, komm, das mit dem Mineralfutter, das kostet so viel Geld und das, ne, das ist schwierig. Mittlerweile ist es aber so, dass ich einfach auch mit der Menge nicht so hinterherkomme, wie ich das gerne hätte, weil ich muss mit dem Ding hier so oft fahren, dass sich das einfach nicht lohnt für mich. Und deswegen, meine Damen und Herren, wird es so sein, dass wir diesen Stall wieder abreißen? Noch nicht. Ganz, ganz wichtig, noch nicht. Wir werden diesen Stall abreißen und werden uns, und jetzt kommt der wirkliche Aha-Moment, werden uns einfach den gleichen Stall nochmal hinstellen mit Futterroboter. Was sagt ihr dazu? Geil, ne? Das ist der neue Stall, der hat nur, hier wird ein Futterroboter dabei sein. Das ist alles. Mehr ist es nicht. Das wird alles gleich bleiben da hinten, das wird alles so bleiben, wie es ist, da wird es keine Veränderung geben. Ich hoffe zumindest, ja, das ist alles gleich. Das heißt, wir können die Hecke behalten, wir können die Bäume behalten, wir können alles behalten, was wir wollen. Es kommt hier nur ein Futterroboter dazu. Das ist alles.
Und den werde ich dann voll ballern bis oben hin und der kann dann, keine Ahnung, auch wenn wir, weil dann brauchen wir nicht, dann können wir dieses Ding außer Acht lassen, wenn wir das nächste Mal spulen, weißt du? Das ist so die Idee dahinter, dass wir nicht immer schauen müssen, oh, guck mal hier und so weiter und so fort, ne? Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht, das möchte ich nicht. Den Futtermischer können wir auch verkaufen dafür. Und es wird dann so sein, dass einfach nur hier der Roboter sein wird. Ist jetzt keine große Änderung. Eine Sache muss ich euch aber trotzdem sagen. Ich möchte gerne warten, bis diese 400 Kühe hier einmal reproduziert sind. Einmal reproduziert sind. Dann haben wir praktisch 800 Kühe. Und wenn dieser Zustand eingetroffen ist, dann ist die Reproduktion wieder auf Null. Und dann werde ich den Stall abreißen und neu machen. Ihr werdet davon nicht viel mitbekommen. Das werde ich offline machen. Damit ich mir auch diese Werte hier wieder einfügen kann. Ne? Also wir werden das Funter jetzt runterrattern lassen. Bis sie verhungern, hätte ich fast gesagt. Gülle und Mist wird ausgelagert, um das mal so zu sagen. Also das wird nicht verloren gegangen. Aber wie gesagt, so wird es kommen, damit ihr euch schon mal so seelisch drauf einstellen könnt. Ne? Ich weiß, ihr braucht immer ein bisschen Zeit, um das Ganze zu verarbeiten. Bereitet euch schon mal drauf vor. Schreibt euch einen Zettel auf den Kühlschrank. Am besten Zettel, Kühlschrankmagnet. Und dann schreibt ihr auf, Werner wird sich einen anderen Stall holen. Damit ihr immer wieder, wenn ihr zum Kühlschrank geht, darauf vorbereitet seid. Aha, okay, das wird passieren, ne? Damit ihr nicht überrascht seid. Das ist mir wichtig, ne? So, was macht man heute? Wir werden heute so ein bisschen Unheil machen wieder, wie jeden Tag. Genau, ich habe ja, weil ich mir gedacht habe, der Schlepper ist irgendwie kaputt, weißt du? Der Schlepper ist irgendwie kaputt. Deswegen habe ich den 700er runtergeschickt, weil ich gedacht habe, komm, wir tauschen einfach mal den Schlepper. Daran lag es aber nicht, deswegen kann der Schlepper wieder nach Hause fahren. Na gut, schwierig, schwierig, schwierig. Hof, nee, wir machen den auf die Parkplatz. P1 ist frei, wie ich gesehen. Gut ist. Kuhstall, die Ritte. Tom, ich glaube, sind wir mal ganz ehrlich, das wird auch nicht die letzte gewesen sein, ne? Also in regelmäßigen Abständen werde ich einfach den Kuhstall erneuern müssen. Ich warte noch drauf, dass ich einen zweistöckigen Kuhstall finde. Ach, hör auf. Da bin ich wieder Opfer meiner selbst, du, ey. Rusa, grüße dich, einen wunderschönen. Hallo. So, was machen wir denn noch? Genau, das hier läuft. Ja, ich habe mir jetzt nochmal die Kommentare angeschaut und habe auch sehr viele Nachrichten bekommen zum Thema Göweil. Und einige von euch wären schon ganz doll für, dass wir die Göweil uns holen, ne? Ich wäre ja auch für, so ist es nicht. Ich wäre ja wirklich für. Der Kuhstall wird nur modernisiert. Stimmt, er wird nur modernisiert. Snake, danke dir für deinen Resub im 17. Monat T3, du verrückter Kerl. Herzlichen Dank, du. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und Robby, dankeschön für 27. Flo, dankeschön für 4. Bucklige Brotspinne. Dankeschön für 4. Vielen, vielen Dank. Und Jan nochmal dankeschön für dein Gifted. Für deinen Raid. Mein Gott, herzlichen Dank. Kapazität erhöhen durch Umbau. Nee. Also, vielleicht später ja, aber erstmal nicht. Erstmal nicht. Du musst deine Mistplatte auch abreißen. Genau, das wird alles abgerissen. Das wird alles abgerissen. Alles weg, alles weg, alles weg, alles weg. Ich sag dir, wie es ist. Ich schreibe mir die Stände auf, wie viel im Güllebehälter ist, wie viel im Mistbehälter ist. Reiß alles ab, platziere es neu hin und füge mir das im F12 wieder rein, weißt du? So wird's kommen. Nur, dass ihr schon mal davon gehört habt. So, wir machen uns eine kleine Runde und gucken mal, was alles so geht, hätte ich fast gesagt. Also wie gesagt, den hier, das ist Schnee von vorgestern, das brauchen wir nicht mehr. Hier stehen schon ein paar Fahrzeuge rum, den müssen wir auch gleich wieder befeuern. Er hier kann weiterarbeiten. Das läuft. Er kann weiterarbeiten. Also der wird nie mehr fertig, glaube ich, habe ich das Gefühl. So, hier, was haben wir denn hier eigentlich gemacht? Wollte ich hier Milch abladen, das hat nicht funktioniert oder was war das? Wie geht's den Schweinen? Sau gut. Okay, der war schlecht. Brownie, danke dir für deinen Resub im 38. Monat. Grüß dich, hallo. Wie wäre es mit einer zweiten Rundballenpresse? Schwierig. Also, was heißt schwierig? Eigentlich ist es nicht schwierig. Wo kann ich jetzt nochmal diese Milch abladen? Da bin ich schon vorbeigeflitzt, oder? Ah, hier. Feld 75 ist fertig. Die ist nämlich... die hier, da haben wir die beiden abgeladen. Die könnte ich abgeben, aber ich will das schön gerne dann in Kombination abgeben, ne? So, der kann mir wieder nach Hause fahren. Da glaube ich, braucht man nicht für P3.
Das müsste auch passen. Ja, mit der langen Schnauze, das ist noch ein Problem, ne? Das haben auch einige von euch erkannt. Weil die Lenkung bei dem LKW ist eigentlich hier hinten und nicht so weit vorne, weil der so eine lange Schnauze hat, ey. Tim, grüß dich, hallo. Jan, grüße. So, der kann nach Hause. Sonderangebote, können wir gleich mal reinschauen. Nichts Interessantes für uns. Nichts mehr da. Alles weg. So, am Anfang der Aufnahme ist kein Ton da. Bei mir schon. Bei mir schon, Benjamin. Zwei Pressen machen ihre Arbeit relativ gleich schnell wie ein Big M. Ach so, von der Relation her meinst du? Ein Big M ist schon sehr schnell, muss man sagen. Ne? Das muss man neidlos anerkennen. So ein Big M ist schon richtig, richtig flott unterwegs, hätte man mal so gesagt. Ich glaube, du musst den Mod auch drauf. Und bei der Quantum, was es mit Schwander gibt. Nee. Du, Werner, hast du mal einen G-Portal-Link? Oder hast du keinen? Ich schick dir dann einen, Tim. Brauchst du ihn gleich, oder? Ich schick dir den dann. Oder schreib Boxe an. Schreib, Boxe hat auch einen. Ich schick dir den dann gleich auf alle Fälle. Werner, ich habe eine Frage. Hast du schon die Autogrammkarten schon losgeschickt? Welche Autogrammkarten, Jan? Wann hast du die eingelöst? Das muss ich wissen. Und hast du mich angeschrieben? Das ist auch ganz wichtig. So, jetzt gehen wir nochmal gucken, was wir noch alles zu tun haben. Was ist denn hier passiert? Das schaffst du doch niemals alleine. Sag mal, kann es sein, dass du ein bisschen... Oh, hallo? Patty, bist du's? Der fährt wie Patty. Tobias, hallo. Gott, oh Gott, oh Gott. Muss das gleich wieder ausmachen. So, Party. Betrunken, ja, irgendwas war da nicht ganz richtig. So, warte mal, was ich jetzt noch gesehen habe, wir haben einige neue Missionen, die ich mir gerne anschauen würde. Eine Seemission. Ballenpressen. Da waren vorher mehr da, leider. Ich habe es so oft neu gestartet heute. Erntemission war auch eine gute. 152.000 Euro, ne? Ist schon ein bisschen lecker, das Ganze, ne? Schon ein bisschen lecker. Aber mal gucken. Vielleicht, mal gucken. Was haben wir? Ah, Weißkohl. Weißkohl wollte man, glaube ich, nicht machen, ne? Weißkohl, das wollte man nicht machen. Das brauchen wir nicht. Das heißt, ich kann mal ein bisschen Fahrzeug aufräumen. Ah, der Hund ist wieder da. Guck mal, der ist jetzt zurückgelaufen. Hat auch nur 13 Minuten gedauert. Wir können auch mal gucken, wie es in unseren eigenen Feldern geht. Das ist auch eine wichtige Geschichte. Stimmt, hast du recht, Chris. Wir müssen mal gucken, wie es... Stimmt, wir haben ja letzte Woche auch noch ein Kartoffelfeld gekauft. Hier. Das müssen wir auch nochmal abernten, ne? Aber der Roder ist ja noch in Gebrauch. Der Roder ist immer noch unterwegs. Was auch eine Sache, die ganz viel geschrieben wurde. Ich muss dem Roder einen zweiten Abfahrer geben. Weil der Roder gefühlt die halbe Zeit nur steht. Wir gucken jetzt mal so als Vergleichswert, ob er jetzt auch steht gerade. Wenn ich ihn finde. Wir haben leider ein paar Fahrzeuge. So, er muss stehen, weil er ist wieder unterwegs, ne? Er braucht halt sehr, sehr, sehr lang, bis er wirklich... Ah, guck mal, er fährt sogar noch. Aber er steht halt gleich wieder. Ah, aber so viel Reiten haben wir nicht mehr. So viel Reiten haben wir nicht mehr. Dann lassen wir ihn das fertig machen. Das ist ja auch, glaube ich, eine Mission, ne? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Erntemission, guck mal. Feld 64. Also da können wir den Rest auch mit nach Hause nehmen, wenn ich es schaffe. Und dann kaufen wir dem ein neues Gebiss. Gebiss. Und dann wird er einfach aufs nächste Feld rüber geschickt. So machen wir es. So können wir es machen. Das heißt für uns, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir... Hier muss dringend aufgeräumt werden. Hier steht wieder alles rum. Hier sieht es aus wie bei Hempels unterm Sofa, heißt das, ne? Ist das ein Roder aus meinem Pack? Ich weiß es nicht. Kann ich dir nicht sagen. Ich werde so mit Mods zugeschüttet. Ich habe keinen Überblick mehr, was da von wem kommt. Welche Zuckerfabrik liefern? Zuerst müssen wir fertig abladen. Wie gesagt, ich sehe das da oben. Feld 64, 97%. Wenn ich das so ein bisschen im Auge habe, dann wird das auch passieren.
Ja, Wochenziel per se gibt es jetzt so, glaube ich, keines. Wichtig für mich wäre auf alle Fälle, dass wir ein bisschen Geld ansparen für den neuen modernisierten Kuhstall, meine Damen und Herren. Das wäre nochmal wichtig, dass wir da auf alle Fälle auch was machen können. Damit wir das, die Kohle auf alle Fälle mal an der Seite haben für diese Geschichte. Das ist wichtig, das hat auf alle Fälle Priorität. Wobei das nicht so viel ist, weil dieser Kuhstall, also ich werde ein bisschen was vom Alten wiederbekommen. Der Kuhstall kostet 750.000, also wir können alles, was wir irgendwie einnehmen, glaube ich, auch so lassen. Also wir brauchen jetzt nichts Unnötiges ausgeben, außer diesen Aufsatz für die Kartoffeln. Mehr brauche ich dann aber auch nicht. Weil den Rest habe ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Glaube ich zumindest. Meine Damen und Herren, wir machen morgen weiter. Für heute sind wir schon wieder fertig. Es ist, ich hoffe, dass es mit dem Osterintro geklappt hat. Ich denke schon. Müssen wir nochmal gucken. Aber ja, wenn alles geklappt hat, herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr freuen. Morgen sehen wir uns wieder, wenn ihr wollt. Bis dahin, macht es gut. Tschüssi.